Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem neuen Video. Wir sind back am Start mit dem ersten Bonus-Battle. Müsste eigentlich gekommen sein, Leute. Denn ich wollte mich surprisen lassen. Ich weiß noch nicht, was für ein Bonus-Battle das ist. Wir gehen direkt mal diese Ansicht. Ich bin gerade auf meinem Kanal. Wir haben kurz nach 18 Uhr. Und eigentlich, wenn alles glatt gelaufen ist, ich habe extra auch nicht im Community-Tab geguckt und so. Ich möchte mich überraschen lassen, wer das Bonus-Battle ist. Und ob es jetzt hochgeladen worden ist. Wenn nicht, werden wir diese Aufnahme nie sehen. Deswegen werde ich gleich auf BB eingeben, auf den Kanal gehen und dann werden wir zusammen sehen, wer das Bonus-Battle gemacht haben wird oder wer im Bonus-Battle ist. Leute, scheiß drauf, Alter. Es geht darum, ich weiß noch nicht, wer im Bonus-Battle ist. So. Ganz kurz grüße ich noch die Leute von Patreon, den Simon, den Philipp, den Maurice und den Edoras. Danke für euren Support. Außerdem auf Patreon könnt ihr gerade die JBB 2012-Reihe schon bis zum Halbfinale gucken, ja? Also, falls ihr da Bock drauf habt, schaut da gerne vorbei. Ansonsten, ja, ich bin echt ein bisschen aufgeregt, Leute, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich habe die Regeln nicht ganz verstanden, aber soweit ich es aus den Kommentaren entnommen habe von euch, könnte rein theoretisch jeder hier auftauchen. Ja, weil es einfach nur ein Battle ist. Ich glaube, es könnte rein theoretisch jemand sein, der im JBB sogar noch nie mitgemacht hat. Aber auch, also muss keiner aus dem aktuellen JBB sein. So, das ist alles. Ich bin gespannt, Leute, ich würde sagen, wir schauen rein. Wir geben jetzt hier JBB ein, JBB, zack. Und wir haben... Wir haben, Leute. Es wurde noch nicht hochgeladen. Es wurde echt noch nicht hochgeladen. Wait. Übersicht. Oh, doch, hier. Psycho gegen Fortune, Digga. Psycho gegen Fortune, Alter. Holy shit. Warum wird es denn hier nicht angezeigt? Bin ich querschnittsgelähmt oder habe ich es einfach echt nicht gesehen? Hä? Leute, for real. Also ich glaube, ich bin nicht so behindert, dass es... Aber ich glaube, die waren gerade wirklich noch nicht angezeigt. Okay, wir haben Psycho gegen Fortune, Alter. Holy shit. Fortune, Alter. Das ist geil. Holy shit. Besonders gerade mit der JBB 212-Reihe, wo ich mir gerade die Runde Fortune gegen Asiate gegeben habe. Oh, geil, Alter. Psycho gegen Fortune. Ich weiß nicht, wie die Kandidaten ausgewählt worden sind. Och, Leute, aber da habe ich Bock drauf, Alter. Da habe ich Bock drauf. Psycho haben sich viele gewünscht. Und Fortune, Alter. Alter, ey, ich habe echt Bock, Leute. Ich habe echt Bock. Bitte an alle, die neu sind auf meinem Kanal, spoilert nichts in den Kommentaren. Ich habe das erste JBB jetzt 2018 gesehen. Also, ich habe vorher noch kein anderes JBB gesehen. Und jetzt zur Hälfte ungefähr 2012. Also, bis zum Halbfinale. Also, fast durch. Also, bitte spoilert nicht, ob Fortune irgendwo noch mitgemacht hat oder gewonnen hat oder blablabla oder bliblablub. Danke sehr, Leute, ja. Alter, Psycho gegen Fortune. Wie geil ist das denn? Holy shit. Geil, Mann. Alter, okay. Das ist endlich mal wieder was, was das JBB ein bisschen aufwertet hier, finde ich. Wir fangen mal mit der Runde von Psycho an, Leute. Oh nein, die Lyrics stehen noch nicht drin, oder? Doch, okay, sehr gut. Oh, da habe ich Bock drauf, Alter. Wie läuft es mit den Bonus-Battlen ab? Es ist Bonus-Battle 1 von 4, sehe ich gerade. Battlen die sich hier im Bonus-Battle auch nochmal oder gibt es einfach nur Bonus-Battle? Weil hier steht auch noch Downloads. Will Julian nur Cash machen oder geht es wirklich hier noch um einen Gewinner? Ich weiß nicht, Leute, klärt mich gerne auf. Oh, geil, Mann. Ich bin echt gehypt, Mann. Wegen Fortune, weil ich ihn gerade so das erste Mal entdecke im JBB 212. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Achso, übrigens, war das bekannt, Leute? War das bekannt? Weil ein paar haben bei mir drunter geschrieben, ich weiß schon, wer im Battle ist oder es wurde schon auf Instagram irgendwas angekündigt. Aber sie haben halt nicht reingeschrieben, wer. Deswegen. Geil. Ich bin echt gehypt, Leute. Schöner, so ist der Sonntagabend doch schön verbracht hier, ja? Wait, das war doch gerade eine Anspielung auf das Video von Nairo, oder nicht? Bin ich gerade blöd? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Vielleicht versteht man dieses Mal was. Laber wie du willst, Tune, reiß ruhig deine Fresse auf, ich glaub's nicht, nein, was du im JMC verkaufst. Krass, man sieht voll viel von ihm auf einmal. Also er hat nur noch jetzt diese Vogelscheuchenmaske auf. Damit eben nicht tausende von diesen Lines kommen, du versteckst dich hinter einer Maske, werden trotzdem kommen. Er sieht ein bisschen aus, wie heißt der eine Kollege von Papa Platte? Der sieht exakt so aus wie der, Alter, exakt so aus. Wie heißt der Kollege von dem? Ist es Tambino? Tamino? Nee, Tamino?
Ja, auf jeden Fall, Papa Blatte, müsste mal in seine Vlogs gucken. Ein Kollegen, der sieht exakt so aus wie dieser Typ. Holy shit, also wirklich. Fresse auf, ich glaub's nicht. Nein, was du im JMC verkaufst, ist Quad. Als Tune back unter uns, streng vertraulich. Hast du dir Feng Shui auch mal angehört? Ja, ist honest. Ihr wollt von so. Hast du dir Feng Shui auch mal angehört? Ich glaube, das war das Album mit dem Asiaten zusammen. Kann das sein? Ich glaube schon. Streng vertraulich, hast du dir Feng Shui auch mal Feng Shui angehört? Ja, ist honest. Ihr wollt von so, die auch mal alle checken. Heißt, alle Lines über die Alben von dir fallen weg. Ist voll schade. Okay, das war eine gute Line, Mann. Ihr wollt Lines ja auch mal alle checken, also alle Lines über deine Alben fallen weg. Schön. Du kannst gar nicht Schuhe auch mal angehört, ja ist honest. Ihr wollt Fronts hören, die auch mal alle checken. Heißt alle Lines über die Alben von dir fallen weg. Ist voll schade, Tune. Du kannst gar nichts zu und deine Plastikmucke liegt wie Blei in den Regalen, Tune. Likes, ob hast dein zweites Step die Charts und du merkst trotzdem nichts. Junge Jason Nex, das heißt, hat deinen Kopf zerfickt. Wofür man mich kennt, ich kann vom Potenzial her alle ficken. Dein Gesicht seit Jahren bekannt aus Mediamarkt Krabbelkisten. Aus Mediamarkt Krabbelkisten, aber gut. Zumindest ist sein Gesicht bekannt, ja. Dings, ich finde seine Doubles echt geil gesetzt, man. Seine Doubles und vor allem aber seine Adlibs, Alter. Die Adlibs sind geil, man. Die bringen so ein schönes Feeling auf. Immer dieses Gelache und dieses What und dieses Ah, ja. Yeah. Sehr authentisch nachgemacht für mich gerade, ich weiß, Leute. Aber das ist geil. Und ich finde, er sieht auch so viel creepiger aus. Hätte er nicht diesen Man-Bun oder diesen Zopf da hinten, sondern eine normale Frisur irgendwie. Sieht allein, also allein von der Maske her sieht es epischer aus, finde ich, als wenn man jetzt diese Vogelscheuchen-Karotte sieht irgendwie. Dann vom Potenzial her alle ficken, dein Gesicht seit Jahren bekannt aus Mediamarkt Krabbelkisten. Du warst Publikumsliebling, jetzt unroutinierter als dein Partner, sie checkt das mal. Du kannst battlen, ja klar, du bist ein krasser King, hast dein ganzes Battle hier gewonnen und das war Kaya Jin. Oh, Zepter, oh, der kommt unerwartet, Alter. Hi, der kommt unerwartet. Ja, Fortune hat gegen Kaijin gewonnen. Das habe ich auch schon mitbekommen im JPB 212, Leute. Die Line habe ich jetzt verstanden. Ja? Danke sehr. Er hat hier noch irgendwas gesagt von Unroutiniertheit und so. Du hast Publikumsliebling, jetzt unroutinierter als dein Partner. Sie checkt das mal. Liebling, jetzt unroutinierter als dein Partner. Sie checkt das. Sorry, Leute, ich muss in die Lyrics gucken. Also von der Verständlichkeit her ist es eigentlich echt gut. Ach so, du warst Publikumsliebling, jetzt unroutinierter als dein Partner Asi. Check das mal, ernsthaft jetzt. Du kannst battlen, ja klar, du bist ein krasser King. Hast ein ganzes Battle hier gewonnen und das war Kaijin. Genau, das gegen Kaijin hat er gewonnen, Leute. Du kannst battlen, ja klar, du bist ein krasser King. Hast ein ganzes Battle hier gewonnen und das war Kaijin. Schicke Rap, Rentner in die Kanalisation. Bitte, jetzt kann ich Wort hier fassen, ohne dass man mir wen vorschickt. Der JBB Dino für sich außer Kurve. Aber Dinos sind nicht grundlos schon ausgestorben. Geil! Du bist kein MC, doch so oft auf dem Channel bist du in Julien verliebt. Das größte Opfer der Fessel, du bist und bleibst der personifizierte JBB-Stempel. Oh, Bro, was ne Überhook von Zepter hier. Holy shit, die geben uns direkt nochmal. Ohne dass man mir wen vorschickt, der JBB Dino für sich außer Kurve. Geil. Dino sind nicht grundlos schon ausgestorben. Du bist kein MC, doch so oft auf dem Channel bist du in Julien verliebt. Das größte Opfer der Fessel, du bist und bleibst der personifizierte JBB-Stempel. Geil! Du, wann hast du zuletzt gejuckt? Juni, die wollen nicht dich, die wollen alle nur die Backmano. Check mal, wann's zu. Das check ich auch, Leute. Ich check mal was, Leute. Ich fühle mich geehrt, Alter. Okay, die Backman-Hook, Happy Backman hat jetzt, glaube ich, schon zweimal auf jeden Fall für Fortune die Hook gemacht. Einmal in JMC und einmal jetzt im JPB 212 habe ich auch eine Hook gesehen. Ich fand die im JPB 212 nicht so gut, bin ich ehrlich. Aber die JMC war ganz geil. Und ich merke gerade, der sieht echt ein bisschen aus wie der Joker. Daran hat er mich auch hart erinnert. Wie der Joker und dieser eine Horrorfilm. Wie hieß der, Leute? Smiley heißt der. Kann das sein? Smiley Horrorfilm. Daran erinnert er mich. Ja, genau, hier, Leute. Kann man das irgendwie vergleichen? So. A little bit, oder? Eine gewisse Ähnlichkeit ist auf jeden Fall vorhanden, finde ich. Eine Mischung aus beidem wohl. Ende ist Tune, du bist ein alter Mann, der uns ungefragt in Clips erzählt, wen er begrabbeln kann. Du lebst vom Rückschritt, ich helf bei der Sache, schlag dich zahnlos, bis du Windeln brauchst, Benjamin Button. Okay, warte, das? Rückschritt, ich helf bei der Sache, der uns ungefragt in Clips erzählt, wen er begrabbeln kann. Du lebst vom Rückschritt, ich helf bei der Sache, schlag dich zahnlos, bis du Windeln brauchst, Benjamin Button. Ach,
Britisch helf bei der Sache. Schlag dich zahnlos, bis du Windeln brauchst, Benjamin Button. Okay, schlag dich zahnlos, bis du Windeln brauchst, Benjamin Button. Macht Sinn, Leute. Benjamin Button, wer den Film nicht kennt, ist mit Brad Pitt, soweit ich weiß, ein Baby, was sehr, sehr alt geboren wird und im Laufe des Lebens immer jünger wird. Es geht einfach darum, dass ein alter Mann eine Windel anhat, so wie eben auch Fortune in diesem Falle, ja? Ich bin gespannt, wie lange Jiggy für diese Zeile brauchen wird, um die erfolgreich verstehen zu können. Wahrscheinlich wird das aufgeben, einfach. Bis zum Rückschritt, ich helf bei der Sache. Schlag dich zahnlos, bis du Windeln brauchst, Benjamin Button. Juni, komm, jetzt mach mal was. Red dich über Features. Bis die Achsel wird so lange, dass du im Zenit warst. Mach mal bei der Sache, schlag dich zahnlos. Der zweite Part wird leider ein bisschen undeutlicher wieder von der Verständlichkeit her, finde ich. Hat den Clips erzählt, wen er begrabbeln kann. Du lebst vom Rückschritt, ich helf bei der Sache. Schlag dich zahnlos, bis du Windeln brauchst, Benjamin Button. Juni, komm, jetzt mach mal was. Red dich über Features. Bis die Achsel wird so lange, dass du im Zenit warst. Axelhöhle habe ich verstanden. Ich glaube, das war aber nicht richtig. Bla 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 bla. Da. Tune, komm jetzt. Mach mal was. Red dich über Features. Okay. Bist wie Axel Witzel. Lang her, dass du im Zenit warst. Okay. Jetzt muss ich auch mal jemanden googeln, Leute. Axel, ich mach's auf dem zweiten Screen, weil sonst seht ihr meinen Verlauf, Leute, den wollen wir alle nicht sehen, ja? Hab ich's richtig geschrieben? Axel Witzel. Hier kommt so ein belgischer Fußballspieler, Leute. Borussia Dortmund im Vertrag. Okay, danach kommt eine Dino Hamburg-Line, also hat's mit Fußball auf jeden Fall was zu tun. Bist wie Axel Witzel, lang her, dass du im Zenit warst. Gette ich nicht, Alter. Reißt schon im Style wie dein, was reißen Eichers. Bist wie Axel Witzel, lang her, dass du im Zenit warst. Reißt schon im Style wie dein, was reißen Eichers. Weiß ich schon, der zweite Dino Hamburgs ist ein Zeit leider vorbei. Es bist gescheitert und... Okay, die Dino Hamburg-Line war ganz geil eigentlich, aber das davor habe ich auch nicht verstanden. Also, der zweite Part ist von der Mische ein bisschen undeutlich. Ich weiß, ich habe auch dumme, behinderte Ohren, es tut mir leid. Mit 30 und einem Style wie deinem was reißen, na, ich weiß nicht, okay. Das hat er ein bisschen genuschelt. Das sieht man schon allein dran, dass du hier bist, Tune. Mehrmals schon vom Battles distanziert, klappt ja richtig gut. Du bleibst angeleint. Okay, ich glaube, Tune hat seiner Vergangenheit öfter mal gesagt, dass er nicht mehr battlen möchte oder so. Daher auch eine gute Idee. Du hier bist Tune, mehrmals schon vom Battles distanziert, klappt ja richtig gut. Du bleibst angeleint, lass es sein. Schulz hat dich so oft wieder belebt, er ist Frankenstein. Mann, es reicht. Du... Ja. Endlich auch mal jemand, der es richtig verstanden hat. Jules hat dich so oft schon wieder belebt, er ist Frankenstein. Hier wird nämlich Julian als Frankenstein bezeichnet, denn Frankenstein ist der Doktor, Leute. Und das Monster ist Frankensteins Monster. Du wolltest einen Promo-Termin, na okay, dann wird dein Album hier nach Postum released. Schicke Rap, Rentner in die Kanalisation, bitte, jetzt kann ich Wort Jungfunden, ohne davon. Aber jetzt mal for real, Leute, die Hook von Zepta ist einfach... übergenial, finde ich. Du wolltest einen Promo-Termin, na okay, dann wird dein Album hier nach Postum released. Schicke Rap, Rentner in die Kanalisation. Geil. Bitch, jetzt kann ich Wort Jungfunden, ohne dass man mir mit vorschickt. Der JBB Dino für sich außer Akkord. Aber Dinos sind nicht grundlos schon ausgestorben. Du bist kein MC, doch so oft auf dem Channel bist du in Julian verliebt. Das geil. Du Opfer der Fresse, du bist und bleibst der personifizierte JBB-Stempel. Heftig, Mann. Thanks to iGoGo Pictures, Digga. Nice, hat irgendwas dazu auch beigetragen. Feier ich, korrekter Dude. Zepta natürlich auch am Start hier. Okay. Davon lassen wir uns nicht spoilern, Leute. Werden wir uns auf jeden Fall auf dem Channel ansehen auch. Ja, also, ich finde, man hat gemerkt, dass es ein Bonus-Battle war. Es war jetzt nicht so hardcore irgendwie richtig rasiert irgendwie, sondern eher noch in Ordnung. Ein paar Lines habe ich auch wieder nicht verstanden. Aber wie gesagt, es ist schlecht, wenn ich von Fortune jetzt nur aus dem JBB Zeit 12 diese Sachen und aus dem JMC zwei Sachen gehört habe. Also bitte nehmt mir das nicht zu übel, Leute. Und bei einem Bonus-Battle ist es jetzt nicht so schlimm, wenn ich jetzt hier ein falsches Urteil fälle oder so. Aber an sich, kranke Hook auf jeden Fall von Zepta. Er hat an seiner Verständlichkeit gut gearbeitet, aber trotzdem der zweite Part an manchen Stellen ein bisschen zu unsauber, leider. Ein paar gute Lines dabei gewesen. Diese Axel Witzelei, dieser Fußballspieler, den niemand kennt, Alter. Sorry, gette ich nicht. Aber ansonsten, auf jeden Fall cool, dass nochmal was vom Psycho kam hier in diesem Battle. Und
Ich weiß, es ist wieder Aufschieberei vom Turnier jetzt, weil keine richtige Runde online kommt. Aber ich find's geil, Mann. Ich find's geil, das noch ein bisschen rauszuzögern. Scheiß drauf, Leute. Wir haben jetzt aber Fortune. Und ich freue mich jetzt auf die Runde von Fortune, Alter. Besonders, weil ich halt jetzt schon 3 von seinen JPB 212 Runden gesehen habe. Bin ich jetzt einfach auf diese Steigerung nochmal gespannt. Und ich hab Bock, Alter. Keine Ahnung, ich hab echt Bock, das mitzuerleben hier. Und bin gespannt, ob Fortune in seinem Element ist. Ich weiß es nicht, Leute. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Let's go, Alter. JBB 218 mit Fortune. Jetzt schon geiler Beat. Ich kann's sagen, Alter. Wait, hat hier nicht... ganz kurz, Leute. Ah, ich brauche Hilfe im Leben. Hat hier nicht Johnny Dixon gedreht? Sieht ein bisschen so aus, ne? Johnny Dixon im... Finale der Cypher? Oder verwechsel ich das gerade? Ich glaube schon, oder? Sieht aber ähnlich aus. Ich kann's echt nicht fassen, ich krieg den Rex zum Spaß. Ich wollte battlen, doch jetzt darf ich bloß den Dreck wegmachen. Alter, nein, Bro. Nice. Ich direkt ein Punch, wenn ich den Alex seh. Psycho. Das klingt wie ein Panda auf LSD. Tune, JBB, Dino, lebende Legende. Alter, was für eine Ehre für dich, gegen mich zu battlen. Warum denn? Okay, also warte mal, Leute. Ich glaube, er hat wieder irgendwas vorher gehört. Er sagt, Tune, JBB, Dino, die lebende Legende. Also er fasst auch wieder das mit dem Dino-mäßigen auf. Aber erstmal muss ich sagen... Ich weiß nicht, ob ich Fortune einfach lieber mag als Psycho, aber ich finde es direkt angenehmer irgendwie. Vom Style her, von der Geschwindigkeit her, angenehmer zum Zuhören. Und der Vergleich jetzt von dem JBB 212, den ich ja habe, weil ich mir gestern das letzte Mal erst eine Runde gegeben habe von ihm, zu jetzt ist echt krass, Alter. Das ist echt krass. Der JBB, Dino, lebende Legende. Alter, was für eine Ehre für dich, gegen mich zu betteln. Warum nennst du dich nur so? Aber schön, das kann so bleiben. Das passt zu dir, weil selbst die größten Vögel auf die Scheiße schicken Zauberer-Kollegen rum um dich. Dino, lebende Legende, Alter, was für eine Ehre für dich, gegen mich zu betteln. Warum nennst du dich nur so? Aber schön, das kann so bleiben. Das passt zu dir, weil selbst die größten Vögel auf dich scheißen. Aber das passt zu dir, weil selbst die größten Vögel auf dich scheißen. Psy-Crow, also Crow, ist ja auf jeden Fall Rabe. Aber Psy-Crow. I don't know, aber auf jeden Fall halt diese Vogel. Warum nennst du dich nur so? Aber schön, das kann so bleiben. Das passt zu dir, weil selbst die größten Vögel auf die Scheiße schicken Zauberer-Kollegen rum, um dich zu raten. Du wirst mit Umstalldildo durchgefickt von Vincent Raven. Tune is cake, die dich hin, jetzt du Ahnung zu... Von Vincent Raven, ist das ein Zauberer dann? Ich weiß, Leute, Vincent Raven, okay, den googeln wir auch, komm. Vincent Raven, ja? Vincent Raven ist ein aus der Schweiz stammender Mentalist. Leute, der ist aber ein bisschen... was haben wir denn hier, Leute? Der ist aber sehr fröhlich. Das, was auch immer er gerade gesehen hat, Leute, er hat's auf jeden Fall gefühlt. Er hat's auf jeden Fall gefühlt. Ich hoffe, sie war schon 18. Ich zu raten, du wirst mit Umstalldildo durchgefickt von Vincent Raven. Tune is cake, die dich hin, jetzt du ahnungsloser Splinter. Ich schlage dich zum Ritter, nein, ich schlage dich verhindert. Nach ein paar bist du am Wimmern, die könnt Anteil nehmen. Vergleich zu Julian am PC, meine Punchlines zählen. Oh, ich weiß nicht, ich finde die Art von Fortune einfach geil, Alter. Ich finde die Art so geil, sein Humor ist geil. Und der Flow, finde ich, ist angenehmer als bei Psycho. Meine Meinung. Zu dir sieht mein Leben recht erfüllt aus. Ich bring ein Album, du bringst den Müll raus. Schön. Ihr liebt das Tune und ihr drückt auf den Beat, du bist Beat auf. Und ich will hier keiner sehen, was hast du eigentlich gegen Krähen? Ich versteh's nicht. Du hast eine Identität, wofür stehst du im Game? Ey, für mich. Nicht die was gemacht im Rapper. Der Rapper kommt die Maske, du hast wieder Schamstyle. Willst doch irgendwas Prägnantes. Was willst du Spaß? Okay, die Hook ist ein bisschen überladen. Die Hook ist ein bisschen überladen, finde ich. Da passiert zu viel und alles ist auf einer zu ähnlichen Lautstärke irgendwie. Also, ich weiß nicht, da passiert zu viel. Es ist schwer, den eigentlichen Text rauszuhören und ist auch nicht so unglaublich musikalisch. Also, Hook auf jeden Fall, jetzt im Vergleich zu Zepter, ist die von Zepter viel besser, klar. Aber trotzdem, jetzt nicht schlecht, aber einfach zu überladen. Beat ist auch zu laut einfach. Was prägnante? Was willst du Spasti denn schon bringen? Bei mir wurde alles schon gesagt. Ja, ich war damals fast ein Star, hab die Karriere dann verkackt. Auf meinem Kopf ist fast kein Haar und ich wette halt, ja, das ist klar. Aber du hast nur Julians Vlog und ich 2 Alben in den Chart. Und du denkst... Stimmt, Alter. Er ist gut darauf eingegangen, dass er fucking alt ist. Was vielleicht stimmt, ja. Aber er hat 2 Alben. Immerhin hat er 2 Alben, auch wenn sie bei Mediamarkt in der Grabbelkiste liegen. Er hat 2 Alben und du hast nur Julians Vlog. Aber ja,
Nicht schlecht eigentlich, nicht schlecht. Im Kopf ist fast kein Haar und ich wette halt, ja, das ist klar. Weil du hast nur Julians Vlog und ich zwei Alben in den Charts. Und du denkst, du hast jetzt Fame wegen ein paar Runden JPB. Doch in einem Monat schrubbst du für einen Hungerlohn die 10. Dafür das ganze Recorden, du das Stunden-ABC. Doch bist ich Caesar Milan, Bro, weil du jetzt vor die Hunde gehst. Dafür das ganze Recorden, du das Stunden-ABC. Doch bist ich Caesar Milan, Bro, weil du jetzt vor die Hunde gehst. Ey, die habe ich nicht ganz gecheckt, Leute. Das hab ich nicht verstanden. Oh, hier sind keine Lyrics. Text hat meine Katze gefressen. Gruß Tune. Ach, Tune, Alter. Gib da einen Fuck drauf. Gib da einen Fuck drauf, wenn man es nicht versteht. Aber auch diese Line hier, wo er meinte, jetzt hast du ein bisschen Fame, aber bald bist du wieder ganz unten. Puncht allein schon ein bisschen dadurch. Erstmal frische Schuhe, muss ich sagen. Weil Tune das ja alles miterlebt hat und das kannte, wenn man kurz Fame hat und dann aber keine Sau sich mehr für einen interessiert. Doch in einem Monat schrubbst du für einen Hungerlohn die 10. Dafür das ganze Recorden, du das Stunden-ABC. Doch bis ich Caesar Milan, Bro, weil du jetzt vor die Hunde gehst. Doch bis dann was, wie welcher Bro? Das verstehe ich nicht ganz. Dafür das ganze Recorden, du das Stunden-ABC. Doch bis ich Caesar Milan, Bro, weil du jetzt vor die Hunde gehst. Ich verstehe Caesar und beim zweiten Mal habe ich jetzt Chica verstanden. Dafür das ganze Recorden, du das Stunden-ABC. Doch bist du Caesar Milan, Bro, weil du jetzt vor die Hunde gehst. Wow, Julian Block ist so wie VSDS. Gibt's im nächsten Jahr was Neues, haben sie dich eh vergessen. Denn Alter, nein, du bist kein Neo, Entertainment bist du auch nicht. Du bist so ein Spaß mit Sackgesicht, der übelst eins aufs Maul kriegt. Ey, auch schon der Vergleich, du bist kein Neo, du bist kein Entertainment. Weil das sind so die Leute, die man auch nach dem JPB-Hype immer noch im Auge hat und die immer noch was reißen. Gerade auch Neo, Alter, der geht ab mit Say It hier irgendwie ein Beat gebaut und vielleicht auch bald Feature, wer weiß. Ja, und gerade einfach, wenn so jemand wie Fortune das sagt, der alles miterlebt hat und der halt einfach weiß, wovon er spricht, so Punches, allein deswegen finde ich schon mehr. Du Einsatzpflege, versuchst mich klein zu kriegen, es reicht nein, bei Liebe, keiner feiert deine Schiene. Du bist ein Vogel, kein Rapper, da finde ich Crow sogar besser. Nimm doch das nächste Mal eine Plastiktüte ohne die Löcher. Nice. Du kommst aus, dir liebt, das ist Tune und dir drückt auf Repeat, du bist Beat, doch wo und ich will hier keiner sehen, was hast du eigentlich gegen Krähen, ich versteh's nicht. Drop Dynamic, Leute. Drop! Du im Game, ey, für mich. Nicht die Maske gemacht im Rapper. Der Rapper kommt die Maske, du hast wieder Chance. Style wird doch irgendwas Prägnantes. Was macht ihr denn da hier? Oh, warte. War das Drop oder war das einfach nur ein Dicker, der aussieht wie Drop? Ich glaube, das war nur ein Dicker, der aussieht wie Drop. Drop, Bruder. Es tut mir leid. Was macht ihr denn da hier, Limit? Ja, du kannst gerne runterkommen. Mach ich gleich. Okay, bis gleich. Hey, manchmal spiel ich, du bist Psycho. Okay, es war nicht ansatzweise Drop, Alter. Obwohl, doch, das sieht echt ein bisschen aus wie Drop. Ein bisschen sieht er aus wie Drop. Und der sieht aus wie Manuel von Broken Thumbs. Bloß in einer etwas dünner. Manchmal spiel ich, du bist Psycho, zusammen mit deinem Mädel. Bumms ich sie umgedreht im Mund, dann zieh den Sack auf dem Schädel. Und dann sind wir zwei am Schmunzeln, wie behindert das aussieht. Während ich aus ihrer Fresse meinen Bümmel herausziehe. Hey, Hätter ohne Reue mit einer großen Keule auf dich Vogelscheuche. Du hast ohne Beule Logo, dass du homo heulst. Hey, du Wacker, Spaß, ändert das Wetten, dass du nach dem Battle nicht mehr so eine große Fresse hast. Hey, du hattest doch so viel Träume. Hey, bei dir klappt es weder mit Maske noch ohne. Hey, dein Image ist idiotisch, dein Gesicht eine Katastrophe. Für dich gibt's hier nicht zu holen. Wichser, nicht mal ein bisschen Kohle. Spritz deine Bitch in ihr Gesicht und du denkst, als wär Mascarpone. Keiner Flow wie Tuner-Boss. Ey, ich muss echt sagen, dass das ein geiler Flow ist. Tuner Boss, der erste Champ, den ihr je hattet. Bester seiner Klasse, Rest in Peace zu retten als Rapper. Und ich denk, was kann ich noch so mit den Kleinen stellen? Das ist wie aus Vogelscheuchensicht. Ein weites Feld. Schöne Line noch. Und ich muss übrigens sagen, der Beat ist echt geil, Mann. Den Beat fand ich von Sekunde 1 richtig, richtig geil. Und ich bin immer noch am Überlegen, ob das doch Tune ist. Leute, ist das Tune? Macht er gerade Urlaub? Ich weiß es nicht, Alter. Geil, Mann. Ah, Fortune bringt neues Album raus. Also für beide Promo. Finde ich cool. Geil. Einfach geil, Leute. Wir checken noch kurz die Kommentare, die Reaktion darauf. Überraschung definitiv geglückt, Alter. Bei mir auch mehr als das, Leute. Bei mir auch mehr als das. Oh. Geil, einfach nur geil. Und ihr braucht euch nicht zu wundern, der erste King is back, Leute. Ich weiß schon, dass Fortune das erste JPB gewonnen hat. Denn ich habe vorproduziert, Leute. Zum Glück habe ich vorproduziert. Oh, sonst hätte mich jetzt, hier gab es ja auch der erste Champ und so ist back. Oder hier jetzt der Kommentar, hätte mich sonst gefickt. Aber Leute,
Ihr werdet das in meiner Reaktion noch sehen. Ist schon alles aufgenommen. Deswegen, es hat auch Vorteile vorzuproduzieren, ja? Kommt runter, Leute. Sehr gut. Auf jeden Fall eine geile Runde von Fortune, Mann. Hab mich gefreut, dass der dabei ist. Wie gesagt, jetzt gerade, wo ich so aus dem JBB 2012 das gesehen habe schon, ist es umso geiler irgendwie, dass man das so ein bisschen vergleichen kann. Und es ist einfach eine fucking nice Steigerung, wie gesagt, es ist einfach nice, dass er jetzt nochmal dazugekommen ist. Ich weiß, wie gesagt, nicht, in welchen JBB er noch mitgemacht hat, möchte ich auch gar nicht so wirklich wissen. Also hat mich gefreut, dass Julian den nochmal ausgegraben hat. Und es war ein cooles Battle, wie gesagt, jetzt nicht so hardcore irgendwie, es war nicht so ernst, sondern auch mal so eine lockerere Schiene. Ich meine, Fortune sowieso jemand, der mehr Humor mitbringt. Und es war jetzt mal nicht so 0815 Battle wie die letzten irgendwie. Wisst ihr, also mal was, keine Ahnung, was Handfestes, was Geiles, was anderes irgendwie mal. Fand ich zumindest ganz cool, mal eine kleine Abwechslung reingebracht worden. Und wie gesagt, die Überraschung ist bei mir auch geglückt, Alter. Und ein von vier, Alter, bedeutet, haben jetzt, das wäre ein bisschen kacke, wenn wir jetzt wirklich alle viermal irgendwie, also in den nächsten drei Wochen noch ein Bonus-Battle hätten. Aber macht wahrscheinlich Sinn, ja. Abwechslung fände ich cool, weil ich auch den normalen Turnierverlauf gerne miterleben würde. Aber trotzdem, noch drei Bonus-Battles, Leute, ich bin gehypt. Es kann jetzt ja wirklich jeder kommen. Stell dir mal vor, am vierten Bonus-Battle ist Sunny oder so. Ja gut, ich weiß nicht, wie es gesundheitstechnisch aussieht, wie lange das jetzt schon geplant ist. Oder meinetwegen Yuri oder, keine Ahnung, Gary. Leute, es ist einfach, es kann alles passieren. Es kann alles passieren. Ich würde sagen, das war's mit meinem Video, Leute. Falls ihr irgendwas nicht gecheckt habe, erklärt es mir gerne, aber seid nett. Wie gesagt, Tune habe ich erst extrem wenige Sachen von gesehen, vom Psycho auch. Aber ja, wie gesagt, ein chilliges Bonus-Battle. Ich fand's geil und schreibt mir eure Meinung gerne rein. Ansonsten sehen wir uns morgen, beziehungsweise nachher noch bei der Analyse, falls sie heute online kommen sollte. Keiner weiß es. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Leute. Bleibt fresh und ciao. Flow the flow.